Möchten Sie uns irgendetwas zu dem Attentat 1990 sagen, wobei viele, auch ich, Sie dafür bewunderten, wie Sie damit umgingen? Sie wollten kein Mitleid, Sie wollten auch keine Beziehung zu dem geistesgestörten Täter. Sie haben versucht, das eher als einen Unfall zu sehen. Ich bewundere das, weil ich nicht weiß, ob ich es je gekonnt hätte. Also, ich habe den Mann nie persönlich kennengelernt. Ich kenne seinen Vater. Der war Bürgermeister, sozialdemokratischer Bürgermeister einer Gemeinde in meinem Wahlkreis. Aber der kann auch nichts dafür. Der hatte eine lange Drogenkarriere hinter sich. Da konnte man auch noch Geschichten erzählen, aber das geht dann auch wieder für unsere Veranstaltung hier zu lange. Jedenfalls, der hatte eben, war auch geistig ja wohl eingeschränkt, deswegen hat ihn ja auch das Gericht für schuldunfähig erklärt. Und deswegen ist das für mich auch kein Attentat. Ein Attentat ist etwas, was einer, aus welchen Gründen auch immer, aber doch aus politischen Zwecken tut. Gut, der hat ja auch beschlossen, der Staat hat sein Leben zerstört, deswegen muss der Bundeskanzler, so war das vor Gericht, oder der Innenminister dran glauben. Da an den Bundeskanzler nicht rankam, ich aber in seinem Wahlkreis war, hat er eben dann beschlossen, mich umzubringen. Das ist aber so kacke. Wissen Sie, ob Sie jetzt in Querschnittsverletzt sind, weil Sie einen Turnunfall wie Ronny Ziesmer oder wie die Christina Vogel beim Sport oder ob Sie einen Autounfall haben oder ob Sie vom Gerüst fallen oder vom Kirschenbaum. Beim Kirchenende, die Folgen sind immer die gleichen. Und deswegen ist für mich ein Unfall.